Fünf Arten von Leuten, die die Gamescom nicht besuchen. Früher war alles besser, der die Gamescom nicht besucht, weil sie wohl nicht mehr so cool ist wie damals. Der FOMO, der unbedingt hin will, aber leider ging es dieses Jahr nicht aus und er muss zugucken, wie alle anderen Spaß haben. Sony, weil die scheinbar keinen Bock haben. Der Verplante, der zu lange den Ticketkauf vor sich entschied und am Ende dann keine Tickets bekommt. Das Kleinkind, bei dem die Eltern sich das nicht antun wollen und dieser deswegen nicht hin kann und wochenlang schmollt.